Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Das ist der Anfang der Weihnachtsgeschichte, wie sie in der Bibel im Lukasevangelium steht. Da wollte also vor langer Zeit, vor rund 2000 Jahren, ein Kaiser eine Volkszählung machen, und dafür musste jeder Mensch im ganzen Reich in seine Geburtsstadt gehen, um sich dort zählen zu lassen. Die Situation der Menschen in Judäa war damals bestimmt von der Fremdherrschaft durch die Römer. Viele Menschen waren unzufrieden damit. Immer wieder kam es zu Aufständen. In diesen Zeiten wuchs auch die Hoffnung auf jemanden, der befreien konnte, ein Retter der Menschen, ein anderer König, wie er in den alten Weissagungen vorhergesagt war. Auf Befehl des Kaisers Augustus musste also auch der Schreiner Josef sich in seiner Geburtsstadt zählen lassen. Seine Geburtsstadt war Bethlehem in Judäa, aber Josef lebte inzwischen in Nazareth in Galiläa. Die beiden Orte waren ungefähr 150 Kilometer voneinander entfernt. 150 Kilometer, das ist weiter als von Lüneburg nach Hannover. Autos, Bahnen, wie den Metronom oder Busse gab es damals noch nicht. Wer reisen wollte oder musste, musste zu Fuß gehen oder reiten, wenn er denn ein Reittier hatte. Die Reise kam sehr ungelegen, denn Josefs Frau Maria war hochschwanger und ihr erstes Kind sollte schon bald geboren werden. Es war ein ganz besonderes Kindlein, das Maria da trug. Ein Engel war Maria erschienen, der ihr verkündet hatte, dass ihr Kind ein großer Herrscher werden und Sohn Gottes genannt werden würde. Und ausgerechnet mit so einem wichtigen Baby im Bauch musste Maria jetzt diese beschwerliche Reise unternehmen. Glücklicherweise konnte Maria wenigstens auf einem Esel reiten, den Josef führte. So kamen Maria und Josef nach langer Reise endlich nach Bethlehem. Wir können uns vorstellen, dass es vielleicht schon später Abend war, dunkel und kalt, mitten im Winter. Endlich konnten Maria und Josef sich nun am Ziel ihrer Reise ausruhen, oder? Nein, leider nicht. Denn Bethlehem war voller Menschen, die genau wie Maria und Josef auf Befehl des Kaisers unterwegs in ihre Geburtsstätte waren. Und diese Reisenden hatten schon alle Unterkünfte belegt. Niemand hatte ein Bett oder gar ein Zimmer für Maria und Josef. Es gab nicht mal einen freien Schlafplatz irgendwo in der Ecke für Maria, die so müde und deren Bauch so schwer war. Ihr könnt euch vorstellen, dass sie ganz schön verzweifelt waren. Thank you.
Und nachdem der Anfang der Weihnachtsgeschichte so düster und etwas traurig klingt, wisst ihr wahrscheinlich, dass der nächste Teil der Geschichte fröhlicher ist. Wir können ja schon mal verraten, es findet sich eine Rastmöglichkeit für die müden Eltern und das wichtige Baby wird geboren. Und wie das genau passierte, hören wir am nächsten Wochenende.